Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty Black Ops 2 mit mir, Adlerwache 1993. Ja, ich wollte euch eigentlich in den Startscreen mit reinholen, aber ja, ich wurde einfach hier in das angefangene Spiel reingeschmissen. Klasse werdet ihr gleich sehen, wenn ich hier mal ein ruhiges Plätzchen habe oder tot bin. So, wir spielen heute mal MP7, Vollmantelgeschoss, Vordergriff, langer Lauf, Leichtgewicht, Plünderer, Totenstille, Gewandtheit, Pro, Wildcats, Primärwaffe und Extra Gear 3. Und ja, schauen wir mal, was ich damit so reißen kann. Gestern lief es ja gar nicht mal so schlecht mit der Sky Age. Und ja, heute haben wir den zweiten Weihnachtstag nochmal, nochmal frohe Weihnachten. Nochmal zum letzten Tag. Hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Ihr hattet Spaß. Alter, ich treffe damit gar nichts. Und hab eure, ja genau, Lieben beschenkt und alles. Und ja, seid doch, ja, habt halt so das Beieinandersein bisschen genossen. Okay, MP7 kann ich in die Tonne kloppen. Ich weiß nicht, warum ich mir mal die Klasse gemacht habe. Gut, egal. Ja, genau. Ach, der ist schon tot, Mann, ey. Kacke, ich glaube, das Gameplay wird hier kacke. Gut, egal. Bisschen falsche Waffe. Ah, ja. Egal, passt schon. Man muss halt auch mal ein bisschen was riskieren. Ich denke mal, wird... Was? Zwar kein schönes Dingens jetzt... Aber egal. Ist ja halt so ein bisschen Ansehen. Man muss auch eventuell mal ein schlechtes Dingens bringen. Und ja, gut. Aber ist ja man gerade angefangen, die Runde. Also das kann sich natürlich auch noch zum Positiven entwickeln. Ich muss halt bloß mit der MP7 in den Nahkampf. Und dann sollte es eigentlich auch ganz okay sein. Da... irgendwas zu machen. Okay, den haben wir auf jeden Fall geholt. Gut, das einzige Problem ist halt, ich muss halt sehr, sehr viel laufen. Weil ich natürlich halt keinen Schalldämpfer drauf habe. Ja, und ihr wisst ja, ne? Schalldämpfer ist immer so eine Sache. Wenn man den halt nicht drauf hat, man ist halt sofort auf dem Radar. Scheiße. Sichtbar. Ja, und halt immer sofort finito. Das ist auch immer so ein Phänomen, ohne Scheiß. Hätte man keinen Schalldämpfer drauf, auf die anderen Gegner, also die anderen Teammitglieder haben auch keinen Schalldämpfer drauf, aber trotzdem laufen die ganzen Gegner gefühlt immer zu einem selber hin. Und nie zu den anderen. Habe ich zumindest das Gefühl. So, den haben wir noch. Gut, die letzten 3 Sekunden bleibe ich mal hier oben. Perfekt. Gut. 9:6 noch gedreht. Sollte eigentlich gut passen. Oh, ein Double Kill. Wuhu, da haben wir doch schon mal eine schöne Abschusskamera. Alter, wie ich die Schüsse nicht drauf war. Eieieiei, Alter. Oha, oha. Eieiei. Ja, X-Miss Flames, wie auch immer. What fucking hardcore sniper and if you have a sniper, sniper... Egal. Egal, was der schon hier schreibt. Ja, ich habe eigentlich besseres Aim. Na gut. Hat man ja in manchen anderen CODs schon mal gesehen. Ich würde da ganz gerne hoch. Und mal gucken, ob hier irgendwo eine weggeholt werden kann. Ja. Ich weiß nicht, warum ich dicht drauf war. Ach komm schon, du Wichser, Mann. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich war eigentlich drauf. Und zwar volle Sau. Der hätte normalerweise sterben müssen. Aber na gut, egal. Nachtragend bin ich ja nicht. Das war ein Headshot. Das kann sehr übel für mich jetzt ausgehen. Ja, genau, Mann. Das ist doch so zum Kotzen, Mann. Die behinderten Wichs-Sniper da hinten. Das kann es doch nicht geben, Mann. Ja, Headglitcher, Mann, du Wichser.
Das sind halt auch immer die Besten, die sich wirklich nur Headglitch-Pussys aussuchen, wo man so wirklich schlecht bzw. sehr schwer wegholen kann. Und dann freuen sie sich, weil sie dann wirklich nur an solchen Positionen umherhängen, dass sie, keine Ahnung, mal ordentliche Scores schaffen. Aber dabei wirklich nur an so eine Position campen, wirklich campen und Headglitchen, wo es an sich klar ist, dass man die da halt nicht wegkriegt. Und warum der so viel gefressen hat, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der hat echt Hunger gehabt. Dass der so viel... Oder der hat Bleimangel gehabt. Ah, wer weiß. Geh da durch. Da will ich rein. Da ist keiner. Alter, das ist aber immer der Isle of No Hands, ne? Warte mal, die ganzen Spackos sind doch noch von Gästen, oder? Egal. Jetzt schöne AWP haben. Bam, bam, bam. Passt. Alter, will der mich natzen, Mann? Okay, gut, dass er es auch mal so weiß. Alles klar? Auf jeden Fall auch sehr interessant, dass er so instant rumgezogen hat. Mich kann er eigentlich nicht gehört haben, ich habe Totenstille, ne? Also von daher ist es... Finde ich es gerade ein bisschen eigenartig und die sind nur am Snipen hier, ne? Ohne Scheiß. So was geht mir jetzt ja wirklich schon wie auf den Kranz. So tierisch, Mann, Alter. Es sind wirklich, das sind denn hier diese... Scheiß Behinderten, Alter, in den No-Hands. Ja, genau, okay. Nice, wo ist der denn? 9 zu 2. Das ist schon mir sehr eigenartig, so wie der mich gerade angeaimt hat. Der kann sein, dass der eventuell Wallhack hat. Aber nur eventuell, dann eine Szene reicht halt nicht, um das halt... wirklich zu bestätigen. So, gehen wir einfach mal. Jo. Okay, ich glaube, na, kann doch Time Luck gewesen sein von dem. Aber so wie der spielt, ist der schon mal gestorben? Nee. Naja gut, zweimal halt, ne? Ich meine jetzt so in letzter Zeit. Kann es aber wirklich sein, dass der Dingens hat. So einen leichten Wallhack. Weil der ist ja direkt da reingekommen. Wo ist er denn? Auch hinter mir, du langgelaufen. Scheiße. Behinderte Fotzenkopf, ey. 15, 16, nein. Gut, der andere ist hier rumgelaufen. Wir nehmen uns die mal vor. Jo! Der hat schon... Die hatten keine Drohne oben. Das hätten sie ja sonst gesagt. Der hat, denke ich mal, so leicht einen Wallhack drin, ne? Ja, man kann den Dingens trotzdem noch hacken, ist ganz klar. Aber ich schätze mal, dass der so einen leichten Wallhack drin hat, weil der irgendwie immer genau die richtige Position abpasst, um da irgendwas überhaupt zu machen. Gott, der ist tot. Sicher, sicher. Hä? Ach nee, ich wollte sagen. Wieso wusste der das? Gut, weil er hat sich umgedreht, weil hinter ihm geschossen wurde. Ja, gut, klar. Kann man definitiv von ausgehen, dass da eventuell irgendwas kommt. 16, 18. Immerhin noch einen mitgekriegt und dann so ein Pro... Ja, genau, und dann noch so ein behinderter Sniper, noch so ein Sniper-Kill. Ja, ist halt jetzt nicht das beste Gameplay. Ist halt wirklich zu kotzen gewesen. 17, 19. Waren natürlich auch die letzten Spackos drin, das muss man wirklich sagen. Und... Okay. Da würde ich mal so sagen, auch ein leichter Wallhack, wa? So Pre-Fire, man hat ihn nicht gesehen. Ja, es ist schon wieder sehr, sehr komisch gewesen. Was haben die überhaupt für Scores? Ach, sind alle... okay. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen. Das könnt ihr euch auch merken, wenn Leute... Jetzt nochmal kurz als Nachhang. Wenn Leute sehr schnell nach dem Spielende rausgehen, denken die halt, dass sie nicht gemeldet werden können, weil sie Wallhacken. Weil viele Hacker, die dann den letzten Abschuss machen, sehen, das sieht man. Weil wenn die wirklich, wie der eben schon den Schuss gemacht hat, also halt, ne, die ganze Pre-Fire-Gedöns. Ja gut, zwei Hacker drinne, wahrscheinlich Hacker, sag ich jetzt mal, oder ein, besser gesagt, im Gegnerteam und dann noch 100.000
Sniper-Spackos, die irgendwo gecampt haben und dort auf Express, wo die ganzen Wege eigentlich zum Snipen okay sind, wenn man sich da wirklich verkämpft. Egal, war nicht so ein schönes Gameplay. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Nochmal einen schönen zweiten Weihnachtstag. Ich bin raus. Ich hoffe, ihr seid auch wieder morgen mit dabei. Und sagt, ciao Leute, ich bin Alewach1993 und bis dann.